Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Afterbirth. Heute werden wir eine Challenge spielen, habe ich mir überlegt. Denn wir haben ja noch einige offen und wir spielen heute Brains. Brains habe ich noch nicht gespielt. Oh nee. Das ist ja eine AIDS-Challenge. Okay, wir haben den komischen Eimer, wo wir alles breitmatschen können. Wir haben Bobs Brain dreimal und wir haben Poop. Und wir sind anscheinend ein mieser Ficker. Ein richtig mieser Ficker. Oh Gott, ey. Ja gut, das ist natürlich kacke. Wir müssen nämlich ein bisschen aufpassen. Weil wir haben quasi nur 3 Schuss. Und danach ist Ende im Gelände. Was natürlich geil wäre, wäre, wenn wir hier Dings finden würden. Pyromaniac. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, wir finden ernsthaft Pyromaniac. Das wäre ja komplett broken. Jo. Ja, da habe ich mir schon gedacht. Derek. Super Idee. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Huh. Huh. Ha. Huh. Bam. Okay, was haben wir hier? Power Pillow und One Makes You Larger. Uff. Ich glaube, dass ich größer bin, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Bin ich jetzt der Meinung. Weil ich glaube, mit dem Charakter größer zu sein, ist irgendwie nicht cool, weil wir da eine größere Hitbox auch haben, logischerweise, ne? Das ist irgendwie scheiße. Ich bin mal gespannt, ob wir trotzdem nur blaue Herzen nehmen können oder ob wir auch rote nehmen können. Weil es kann ja sein. Ich meine, es sieht quasi so ein bisschen aus wie blaue Baby. Aber vielleicht können wir ja auch, ne? Vielleicht können wir ja auch ein bisschen was anderes mitnehmen. So, wir gucken mal. Haben wir hier. Okay, hier haben wir nix. Ich würde eigentlich gerne in den Shop gehen, aber das Problem ist. Das Problem ist hierbei. Wir haben nur 7 Münzen. Das ist eigentlich nicht viel. Eigentlich echt nicht viel. Ah, wo ist denn jetzt der Secret-Raum? Ey, komm schon. Gib mir doch mal den Secret-Raum. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Boss. Weil hier gibt es anscheinend nur Müll. Get wrecked, Alter. Easy. So, Speedball. Shot uns Shot Speed ab. Ich glaube, das betrifft aber ehrlich gesagt nicht unser Item, oder? Das wäre doch ein bisschen wack irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Bobs Brains zählen ja nicht als Shot. Weil es ja. Ja, weil es ja Brains sind, die fliegen einfach. Ich glaube nicht, dass man dadurch irgendwie schneller Bobs Brains schmeißt. Huah! Huah! La 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 la. Oh, ernsthaft? Ernsthaft, ey? Ich glaube, dass die Challenge hier auch richtig Cancer ist. Allein, weil wir immer warten müssen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir nochmal Bobs Brain finden. Hört sich jetzt super dumm an irgendwie, aber einfach, weil wir dann noch einen zusätzlichen Schuss haben. Steller? Two of Diamonds. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Damit können wir schon mal unsere Münzen verdoppeln. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie... Wenn wir jetzt irgendwie noch ein paar Münzen finden. Oh nee, Alter. Ich will die Dinger hier kaputt machen. Wenigstens alle. Wir müssten eigentlich auch ein bisschen schneller werden. Die Frage ist, wie weit muss man hier kommen? Geht das hier bis in die Kathedrale? Geht das hier nur bis zum Mom? Bis zum Mom könnte ich verstehen. Bin ich ehrlich. Bis zum Mom könnte ich verstehen. Und könnte ich auch schaffen. Vorausgesetzt, wir finden irgendwie... noch ein bisschen was. Weil wir brauchen auf jeden Fall mal irgendwie ein Lebensupgrade. Und wir brauchen irgendwas, was noch uns cool macht.
Was uns irgendwie noch, ja, ich weiß auch nicht, strong macht. Aber das ist hier irgendwie nicht der Fall. Also das sah eher nicht so nach strong machen aus. Das sah eher nach Kacke aus. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach zum Boss, oder? Wir haben ja hier eh keinen Secret Raum. Kein Dings. Oh, das ist echt schön. Kappa. Das ist echt schön. Ein Herz haben wir noch. Das ist ja echt sweet. Wir kriegen echt ein ganzes... Alter, das ist das Beschissenste an Bob's Brain eigentlich. Dass du halt echt ein ganzes Herz verlierst, wenn du getroffen wirst, ne? Boah, das ist super Brühe. Komm mal hier. Zack. Ja gut. Das ist natürlich jetzt ziemlich scheiße. Weil damit können wir jetzt nichts anfangen. Oh, ätzend. Okay. Wir kriegen auch kein Lebensupgrade. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwie was finden. Ansonsten war es dann sowieso. Es muss auch einen Trick geben. Ich glaube, wir müssen einfach mehr kiten und dann erschießen. Und wir haben vielleicht das Glück, dass wir immer mal wieder so ein Dings finden. So ein Untergrund. Na, wisst ihr, was ich meine? Das wäre halt ganz geil. So, eine Münze, sehr schön. Haben wir noch was? Ja, Luck up. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal echt okay. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Wir gucken mal hier rein. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Das ist halt echt schade, dass man diese Dinger nicht als Bomben quasi benutzen kann. Okay, cool. Wir haben auf jeden Fall schon mal hier ein blaues Herz gefunden. Das heißt, wir sind jetzt wenigstens schon mal ein bisschen safer. Und wir haben ein Bett. Ich überlege gerade, wir können eigentlich in die nächste Ebene gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Gucken nochmal, nochmal eine Runde furzen. Okay, ab geht's. So, das Bett hat uns auf jeden Fall schon mal eine Menge gebracht. Wir haben jetzt 4 Herzen dadurch mitbekommen. Und können jetzt eventuell wieder ein bisschen safe spielen. Wir müssen mal ein bisschen, wir chillen mal ein bisschen. Ne? Wir warten, bis das hier fertig gereloadet ist. So ein bisschen zumindest. So, mal gucken, ob der Trick auch noch geht. Den ich euch gleich zeigen will. Ach, Quatsch. Ja. Das geht noch. Das ist schön. Are you a wizard? Two of diamonds. 48 hour energy. Range down. Irrelevant. Was ist das? Child Leash. Was war das denn nochmal? Das ist ein Trinket, was ich noch nicht kenne. Child Leash. Causes your familiars to stay closer to each other. Boah. Okay. Kann man mal mitnehmen. Muss man jetzt nicht, kann man aber. Gut, dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Shop. Ist eigentlich okay. Das können wir eigentlich mal machen. Aber wir gucken erstmal noch weiter. Vielleicht können wir die Münzen ja noch mehr ab. Noch mehr verdoppeln. Weil momentan haben wir. Destruction, Hagalas brauchen wir eigentlich nicht. Momentan haben wir 11, das heißt, wir hätten 21. Vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr. Das wäre eigentlich ganz cool. Dann hätten wir noch einen größeren Puffer, um uns Sachen zu kaufen. Man kann die Dinger auch nicht sofort schießen. Das ist ein bisschen schade irgendwie. Also man muss echt ein bisschen warten, bevor man das Ding ballert. Seht ihr das? Das ist echt ein bisschen schade irgendwie. Erstmal schön den Gegner ausgenutzt. Amnesia. Oh, tschüss, ey. Das ist echt kacke. Oh, aber eine. Wir kriegen aber auch leider keine Münze mehr, ne? Das ist echt schade. Ätzend. Da könnten wir eigentlich mal machen. The Sun.
Two of Diamonds. So, warte mal, was haben wir denn hier? Wir machen mal die auf. Oh, okay, Steven. Wir müssten eigentlich, was richtig geil wäre, wäre, wenn wir im Shop Folgendes finden würden. Und zwar gibt es im Shop ja so ein Item, das nennt sich BFF, glaube ich. Und da kann man alle Familia größer machen. Und die machen dann auch mehr Damage. Ich denke mal, das bezieht sich auch auf Bobs Brain eigentlich. Die Gegner sind übrigens extrem scheiße, weil die permanent ja, neue Gegner spawnen. Und uns somit natürlich extrem schwer machen, diese Spawn-Pools kaputt zu machen. Und das ist extrem kacker. Höp. Höp. Also. So, okay, wir haben schon. Wenigstens haben wir genug Schlüssel. Nice. Münzen haben wir auch jetzt genügend. Holy shit, das war echt worth. Das war echt richtig worth. Gut. The Sun. Bringt nichts eigentlich. Also wir hätten es auch aufheben können, da hätten wir dem Boss ein bisschen Schaden machen können. Wir decken auch die Karte auf, ich weiß, aber es ist jetzt nicht so ein geiles Item irgendwie, dass man das ewig aufheben muss. Weil wir können uns damit voll heilen, aber das bringt bei dem Schaden, den wir haben, bei dem Leben, den wir haben, sowieso nichts. Das bringt nur bei Rotherz, bei roten Herzen was. Boah, Alter, tschüss, ey, geh mal weg. So, okay, Schlüssel haben wir genügend. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Shop. Wir müssen nochmal in den Shop gehen. Und dann holen wir uns im Shop einfach. Na, die Sündenraum weiß ich nicht. Dann holen wir uns im Shop einfach die Items. Kurz eine Verdopplung. Zack. Curse Immunity und Cell. Evil Up. Und das blaue Herz. Hier ist nochmal noch ein Secret-Raum. Die Curse Immunity ist extrem gut. Oh ja, nice, Mann. Das ist echt sweet. 99 Schlüssel. Boah, tschüss, ey. Okay. Haben wir noch... Was war das nochmal? Amnesia. Kappa Kibo. Gut, wir können eigentlich hier oben lang. Destruction. Bringt eigentlich nicht viel. Gut, dann gehen wir weiter. Piep, du alter Knecht, du. La la la. Oh shit, Alter. Shit. Und tschüss. Nice. Teufelsziel? Oh, wir haben sowas. Das ist eigentlich ganz geil. Was haben wir denn hier? Lockdown. Half down. Ah, wir haben aber auch Glück wieder heute, ey. Holy moly, ey. Gut, wir sind also blau, Baby. Wir kriegen also auch nur blaue Herzen. Okay, was haben wir hier? Das ist eigentlich sogar besser, weil aus dem Poop können wir dann immer was rausholen. Oder öfter mal was rausholen. So, Gegner, die andere Gegner spawnen, sind irgendwie kacker. Aber echt große Kacke, ey. Mal, guckt euch das an. Jetzt geht's, ne? So, wenn so super viele Gegner nebeneinander stehen, dann kannst du die alle direkt auf einmal wegspringen. Aber, ah, ist ätzend. Ich hoffe, ich hab echt sogar große Glück und finde eventuell echt, einfach hier Pyromaniac. Das wäre super geil. Oder ich krieg gleich im Teufelsstil einfach diesen Boomfriend. Diesen Dark Boomfriend. Wir haben ja auch noch einen Shop. Alter, gibt's euch Spinnen auch in nicht nervig? Oder wie sieht das aus? Oh, komm schon, ey. Hau rein, ey. Oh, wir kriegen aber auch hier heute nur die Premium-Pillen, ey. Das ist Wahnsinn.
Oh, komm schon. Die tricksen mich aus, weil die zu schnell sind. Zack. Zack. Oh, come on, ey. Ich hab echt das ganze Herz verloren. Ja, ich glaube, an der Challenge werde ich ein bisschen länger sitzen. Ich meine, man hat ja eigentlich echt gute Range, ne, mit dem, mit dem Item. Man kann ja über die ganze Map einquallern. Das, boah, ich hasse das. Das Problem ist, dass immer so viele Gegner vor einen latschen, dass man immer, gerade bei so Spinnen oder Fliegen, man kann eigentlich nicht ballern, weil man sich damit selber tötet. Das ist so ätzend. Ah, ist richtig Brühe, ey. Schon, Alter. Tschüss, ey. Okay. Ja, den Schlüssel, der auch die 99 Schlüssel bringen mir halt leider momentan irgendwie gar nichts. Das ist sehr schade. Ich glaube, wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance. Wir müssen einfach ein bisschen schlauer spielen. Wenn wir ein bisschen schlauer spielen, ist das, glaube ich, gar kein Problem. Das Problem ist halt, dass der Sprengrad... Man müsste hier Pyromaniac mit haben. Wenn man hier Pyromaniac mit hätte, dann wäre das wahrscheinlich echt eine super leichte Challenge. Da starte ich einfach direkt neu, ganz ehrlich. Das war gerade ein bisschen dumm wieder einfach. Okay, haben wir hier das? Justice. Nice. Haben wir doch schon mal ein paar Items. Das ist doch schon mal ganz swaggy. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ab und irgendwann mal so eine Karte. Oder einfach, so wie hier zum Beispiel, ein blaues Herz. Einfach so, weil wir drauflaufen können. Das Problem ist auch, dass wir nicht so schnell sind. Wir müssen eigentlich noch ein Speed-Upgrade bekommen, weil der Speedball, den wir, glaube ich, hatten, war doch, glaube ich, der Speedball, den wir hatten, ne? Der war eigentlich ganz geil, weil wir dadurch halt schneller wurden. Und das eigentlich für den Charakter hier ziemlich gut. Weil du kannst halt noch schneller kiten und kannst somit natürlich auch viel leichter die Gegner töten. Okay, ich glaube, ich habe den Trick langsam raus. Man muss einfach ein bisschen warten am Anfang des Levels. Und dann kannst du das easy machen. Ich muss sagen, ich finde Bomben jetzt auch nicht so useless. So, wir gehen mal rein, gucken. Ja, warum nicht? Die Revenge Fly ist eigentlich ziemlich geil, weil wenn wir getroffen werden, dann ja, greift die Gegner an und macht Schaden für uns. Das ist eigentlich ziemlich cool. So, die Frage ist jetzt, sollen wir mal gucken, hier vielleicht das Typ drauf? Ne, der müsste eigentlich, müsste der ja hier sein, ne? Irgendwie so, hier. Ah, ich... Oder ist der ernsthaft hier drin? Wir haben eigentlich genug Bomben, wir können eigentlich mal alles checken. Ja, hier so, okay. Ja, ein Schlüssel und eine Münze, ist okay. Den Shop würde ich jetzt einfach mal lassen. Oder? Ja, ich meine, wir können mal reingucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich würde sagen, wenn wir Glück haben, ist diesmal Greed drin. Das wäre geil. Ja. Ah, das sind echt gute Items. Aber damit können wir leider nicht viel anfangen. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ich bin mir auch nicht sicher, ob der Schaden von... der Schaden von uns dürfte eigentlich nicht den Schaden von dem Bob's Brain erhöhen. Weil, Bob's Brain hat eigentlich einen festen Schaden, ich glaube von 40, wie eine Standardexplosion. So, warte mal, wir machen mal, jetzt fällt mir das gerade ein, wo ich das sehe. Wir machen mal das Missing Hut nochmal an. Dann sehen wir das nämlich direkt. So, zack. So, wir haben einen Schaden von 3,67. Das betrifft aber nicht unser Bob's Brain, glaube ich. Wir könnten zum Beispiel mit Brimstone auch eine Menge reißen.
Brimstone würde eine Menge bringen, weil wir... Wow, Isaac-Echse funktioniert nicht mehr. Okay. Das war ganz schön tricky. Okay, irgendwie ist mein Isaac gerade abgekackt. Ich weiß nicht warum. Das war sehr merkwürdig. Oh, wir müssen das ganze Basement nochmal machen. Oh nee, Alter. Tschüss. Oh, ist das ätzend. Oh, das ist doch echt ätzend. Okay, hatten wir hier irgendwas? Ja, wir hatten schon ein bisschen was, aber... Ja. Okay, hinten war noch ein blaues Herz, ne? Das nehmen wir uns noch mit und dann gehen wir direkt zum Boss. Zum Bossel. Und die Revenge-Fly müssen wir mitnehmen. Wir müssen auf jeden Fall alle Steine auch hier wieder kaputt machen. Weil die Revenge-Fly, man hat das gerade bei Dingle schon gesehen, wenn wir einmal Schaden bekommen haben, die macht einfach extrem viel Damage. Die ist schon nicht bad. Ich hoffe, das ist jetzt wieder so geskriptet, dass wir wieder so einen Eingang kriegen, ne? Nicht, dass da auf einmal in dem Eingang wieder was anderes drin liegt. Oder dass wir gar keinen Eingang mehr bekommen. Das wäre halt ultra sad. Hier müsste das eigentlich gewesen sein, oder? War das nicht hier? Wo war das denn nochmal mit dem Eingang? Oder war das hier? Und hier ist auf jeden Fall schon mal er hier. Hier dürfte wieder Justice sein. Genau. Merkwürden. Oh, ich sehe es kommen. Wir kriegen jetzt keinen Eingang und haben dann unser Item nicht. Oh, ist das ätzend. Oh, das wäre echt super sad irgendwie. Naja, wir gucken mal. Haben wir jetzt hier wirklich alles kaputt gemacht? Ja, wir haben jeden Stein, glaube ich, kaputt gemacht, ne? Hier sind wieder dieselben Items drin, ne? Ja. So, das heißt, wir kriegen jetzt echt keinen fucking Durchgang. Oh, ist ja ätzend. Doch, hier, also. Okay. Gut, ich habe nichts gesagt. Alles cool. Nice. Gut, dann gehen wir zum Boss. Dann machen wir jetzt Dinge vielleicht noch, ohne getroffen zu werden. Und da... Okay, der Furz war einfach nicht vorhanden. Easy. Einfach ohne getroffen zu werden. Alles gar kein Problem. So, wir kriegen hier wahrscheinlich auch wieder Evil ab, oder? Oder was hatten wir gerade bekommen? Ja, ne? Evil ab. Ja, genau. Okay. Wieder eine Trollbombe, zwei normale Bomben und dann geht's ab in die nächste Ebene. Das gut, einzig Gute war jetzt, dadurch, dass wir wussten, Isaac Echse funktioniert nicht mehr. Ich glaube, die Challenge ist halt echt verbuggt. Irgendwas ist da verbuggt. Ich glaube, wir haben ein Item, was nicht so sein soll. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas lässt die Challenge verbuggen. Ich kann die nicht spielen. Boah, das ist ja echt ätzend. Gut, dann gucke ich mal im Internet nach. Vielleicht finde ich da irgendwie eine Hilfe. Warum oder wieso? Vielleicht liegt es auch an dem Missing Hut. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Und, ja, wir werden uns auf jeden Fall nochmal irgendwann der Challenge widmen, denn die Challenge ist eigentlich ziemlich cool. Wir müssen halt nur ein bisschen uns anstrengen. Ich glaube, man kann halt echt gut schaffen. Und wir haben ja noch ein paar andere Challenges, die wir machen könnten. Speed vielleicht beim nächsten Mal. Wir gucken mal. Pride Day, Onan Streak und The Guardian. Wir haben auf jeden Fall noch einige Challenges hier zur Verfügung. Und ja, da würde ich sagen, was für heute. Schreibt das in die Kommentare. Schreibt mal rein, ob ihr schon mal so einen Bug hattet. Schreibt mal rein, ob ihr Missing Hut benutzt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.